Heute bin ich in U wie Uthausen und spreche zum Thema Ungerechtigkeit durch Leiharbeit. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich den Missbrauch der Leiharbeit auch im Landkreis Wittenberg und in Dessau-Roßlau bekämpfen. Leiharbeit ist in den letzten Jahren zunehmend zur Umgehung von Tarifverträgen und für Lohndumping genutzt worden. Viele Betriebe und Unternehmen in unserer Region machen dabei leider mit. Es kann nicht sein, dass Männer und Frauen über Jahre als Leiharbeiter angestellt werden und bis zu 40% weniger Lohn bekommen. Es muss zudem Schluss damit sein, dass bei der Arbeitsvermittlung mehr Leiharbeitsfirmen als Unternehmen Arbeitsstellen anbieten. Als Sozialdemokrat und als Bundestagsabgeordneter möchte ich mich dafür einsetzen, dass das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit und der gleichen Arbeitsbedingungen für Leiharbeitsbeschäftigte und Stammbelegschaft gesetzlich durchgesetzt wird. Ich bin zudem der Meinung, dass die zunehmend verbreitete konzerninterne Verleihung von Arbeitskräften durch Leiharbeitsgesellschaften der Unternehmen untersagt werden muss. In den letzten Monaten habe ich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen in unserem Wahlkreis getroffen, die von der Ungerechtigkeit und dem Missbrauch von Leiharbeit betroffen sind. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass damit endlich Schluss ist. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiterhin durch unseren Wahlkreis und meine Themen.